Ja, und alles ist möglich, alles ist erlaubt, ist Dramaturgie, es ist Schauspiel, es ist die Bühne des Lebens. Und Oliver hat dafür einen Wagen gemacht, damit wir auch dort diese Leichtigkeit des Lebens in unsere strategische Arbeit einfließen lassen können. Ja, lieber Oliver, was treibt dich an, diesen Wagen zu machen für uns? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Ja, mich treibt Folgendes an, und zwar ein Stück mehr Sicherheit im Auftreten vor der Kamera zu liefern. Also auch eventuell mal etwas experimenteller zu sein, szenischer zu denken, Spannung aufzubauen, Neugierde beim Zuschauer auch zu erreichen, also eine Beziehung aufzubauen, weil ja immer dieses, der Zuschauer hat ein anderes Bedürfnis, was befriedigt werden möchte, als derjenige, der jetzt vor der Kamera steht zum Beispiel. Und das wird oftmals vergessen. Wir geben Input und die Spannung wird dann in dem Fall nicht erzeugt. Und das ist dann etwas, was ich noch ein bisschen mit reintragen möchte, so dass einfach mehr Sicherheit, mehr Spaß auch sowohl für den Zuschauer als auch für denjenigen, der dort agiert und sein Produkt, seine Idee, sein Herzensthema mehr verankern möchte. Und das ist so die Idee des Dramaturgie-Auftrittswaggons. Und ja, genau, das ist so mein Antrieb, den ich habe. Ja, wir hatten das eben schon beim Fotowaggon, auch jedes Foto erzählt eine Geschichte. Da haben wir schon gewusst, Vorbereitung ist alles, die ja, Dramaturgie dieser kleinen Geschichte. Und beim Texten, Katrin, ganz klar, wir erzählen mit jedem Text, aber auch mit jeder Headline. Und ich weiß, dass du da auch ein super, super Gespür für hast, dass wir auf den kurzen Überschriften, auf diesen kurzen Headlines ganze Geschichten erzählen. Und Oliver, in deinem Dramaturgiewagen ging es ja auch schon am Montag los. Wie war das für dich? Also ich fand es sehr aufregend, weil ich mich auch da drin ausprobiere natürlich. Was kann ich szenisch, was kann ich aus meinem natürlichen Umfeld als Schauspieler und halt mit Menschen, die jetzt weniger auf der Bühne stehen, ja, wie kann ich das kommunizieren, dass das verstanden und auch gespürt wird und gefühlt wird. Und das ist für mich auch ein Training in dem Sinne, das so rüberzubringen. Und da auch den Spaß bei demjenigen, der jetzt weniger auf der Bühne steht, trotzdem diesen Spaß des Ausprobierens, des Spielens, des Wahrnehmens mit, dass es nicht zu kompliziert wird, ja, und nicht zu kopflastig, sondern einfach dieses Ausprobieren. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht am Montag, da zu sehen, was da auch noch von den anderen dann für Ideen kommen, die ich wiederum dann mitnehmen kann, wo ich denke, wow, das ist ja auch mal eine coole Idee. Ja. Also dieser Austausch, der gefällt mir sehr. Und ich habe gemerkt, ich liebe es einfach dann in Gruppen zu arbeiten als allein. Und das ist etwas, was den Launch Express ausmacht. Ja, danke für dieses Stichwort, denn das, was der Launch Express auch ausmacht, ist erstens Arianes Herzenswunsch, dass wir alle uns ausprobieren und wir unsere Potenziale erforschen und untereinander was zu tun. Finde ich sehr besonders für diese Mastermind-Programme, denn die meisten Anbieter sagen ja, ich weiß, wie es geht und du folgst mir. Und hier ist es: Ich habe die Idee, ich weiß, wie es geht, ich bin Unternehmerin und darum kann ich euch ja alles zur Verfügung geben. Und darum könnt ihr die Wagen anhängen, so wie ihr sie braucht und wieder abhängen, so wie ihr sie braucht. Das hat einen ganz besonderen unternehmerischen Spirit. Ja, und der dritte Wagen ist unsere Schreibwerkstatt. Und beim Schreiben geht es ja nicht nur darum, einen Roman zu schreiben, ein Buch zu schreiben, ein E-Book zu schreiben, lange Blogbeiträge zu schreiben, sondern es geht auch um die kleinen Sachen, um den Social-Media-Beitrag, um die Headline in der E-Mail, um überhaupt den E-Mail-Text. Was möchte ich wann, aus welchen Gründen reinschreiben und wie schreibe ich das so, dass es beim Leser
sofort, ja, wie sagt hier Anja Straßburger so schön, nicht an der Schädeldecke abprallt, sondern direkt ins Herz geht. Und wie es die Emotionen erreicht. Da unterstütze ich das schreibende Handwerk natürlich als Agierender, der mit geschriebenem Text umgehen soll und will.